Ingrid Steger, 76, kämpft mit zunehmend schlechter Gesundheit. In den wilden 70er-Jahren eroberte die Schauspielerin mit ihrer legendären TV-Serie Klimbim die Herzen der ganzen Nation. Heutzutage ist die gebürtige Berlinerin eine wahre Ikone der Unterhaltungsbranche. Leider macht sie jedoch immer wieder Schlagzeilen mit ihrem Gesundheitszustand. Nach einem Herzstillstand im Jahr 2020 musste sie letztes Jahr nach einem Sturz erneut ins Krankenhaus. Und jetzt gibt es erneut beunruhigende Nachrichten über Ingrid. Laut Berichten von Bild geht es der 76-Jährigen aktuell nicht gut. Ich habe immer einen schwarzen Anzug im Auto. Ingrid geht es wirklich schlecht. Sie wiegt jetzt nur noch 35 Kilo, glaube ich. Sie hat wirklich alles außer Krebs, berichtet ihr enger Vertrauter Rolf Löbig. Auch Ingrid selbst bestätigt ihren kritischen Gesundheitszustand. Mir geht es schlecht. Ich kann nicht mehr laufen. Ich habe stark abgenommen. Besonders frustrierend für den Serienstar ist, dass ihr Körper nicht mehr das tut, was ihr heller Kopf sich wünscht. Im letzten Jahr zog die TV-Legende in ein Pflegeheim in Bad Hersfeld. Ihr Kumpel Rolf half ihr bei diesem Umzug. Schon zuvor hatte er gegenüber Bild angemerkt, alleine zu Hause geht es einfach nicht mehr. Sie war immer da, wenn man sie brauchte. Jetzt braucht sie Hilfe. Wir wünschen Ingrid Steger viel Kraft und hoffen, dass es ihr bald besser geht. Zeigen wir unserer geliebten Schauspielerin unsere Unterstützung in diesen schwierigen Zeiten.